Heute ist zu Gast bei der HPD-Redaktion Erika Pluha. Du hast seit mehr als 30 Jahren oder ähnlich wie 30 Jahre einen Konflikt verfolgt, von dem es heute heißt, er währt so lange und man wird wohl nichts dran ändern können. Ich möchte dich bitten, dass du aus deiner Sicht über die Lage, die die Menschen dort haben, erleben müssen, etwas sagst. Ja, ich habe also die Flüchtlingscamps der Saharauis auf algerischem Boden vor Jahrzehnten kennengelernt. Gemeinsam mit meiner Tochter Anna und einer kleinen Delegation sind wir dorthin gereist, nichts ahnend. Algier, Flugzeug nach Tindouf, und waren dann sehr beeindruckt von dem, was wir erlebt haben. Also, schlicht gesagt, das weiß man ja, Spanisch-Westsahara war Kolonie, die Spanier sind weggegangen. Westsahara ist ein sehr wohlhabendes Land, es gibt Phosphate, es gibt den Fischreichtum, es gibt jetzt auch Erd und so weiter. Jedenfalls die Marokkaner haben das Land völkerrechtsfeindlich besetzt. Die Freiheitsbewegung Frente Polisario hat sich dann in ein Kriegsgeschehen begeben und ein Teil der Bevölkerung musste fliehen ins benachbarte Algerien, und die Algerier haben ihnen dort in einem Wüstengebiet einfach Raum zur Verfügung gestellt. Und diese Flüchtlingsstädte, die existieren jetzt schon seit Jahrzehnten. Als wir zu Beginn dort waren, herrschte unter den Menschen auch noch eine Aufbruchsstimmung, ein Gefühl, wir schaffen das, wir werden wieder unser Land zurückerobern können, wir werden wieder frei in unser Land zurückkehren können. Es hieß damals, entweder die Unabhängigkeit oder der Tod. Nicht? Man hat sich, da war auch noch, da, als ich das erste Mal dort war, gab es auch noch Krieg. Später haben sich die Saharauis auf einen Waffenstillstand eingelassen. Und das war, nachdem sie einen Teil des Landes Westsahara schon zurückerobert hatten. Und die Marokkaner haben blitzschnell eine 2600 Kilometer lange Mauer errichtet, um die Besetzten von den befreiten Gebieten zu trennen. Von dieser Mauer weiß bis heute die Weltöffentlichkeit nichts. Sie nennen sie The Wall of Shame, die Mauer der Schande. Aber die Polisarios oder Saharauis, wie immer wir sie bezeichnen wollen, haben immer abgelehnt, terroristisch vorzugehen. Also sie wollten nicht Terror, sondern wenn, dann Krieg. Und haben sich also in Verhandlungen begeben. Es wurden Kommissionen, bereisten das Land. Es wurde in der UNO, in allen Bereichen und Belangen wurde immer wieder versucht, diese Situation zu klären, ohne Krieg führen zu müssen. Es ist bis heute nicht gelungen. Marokko hat eine ganz, muss man sagen, perfide Art, jedwede Entscheidung so lange hinauszuzögern und sich dem Ganzen so zu entziehen, dass man einfach nicht dazu kommt, hier wirklich einen weltweit gültigen Beschluss fassen zu können, obwohl es nach wie vor völkerrechtsfeindlich handelt. Marokko hat diesen Teil Westsaharas besetzt, besiedelt. Die dort lebenden Saharauis werden mit wirklich unter Druck gesetzt, kommen in Gefängnisse, werden gefoltert. Also es gibt ja auch wirkliche Geschehnisse, die man weltweit ankreiden könnte. Aber irgendwie werden immer die Medien aus der Sache rausgehalten. Also es ist ein sehr trostloser, mittlerweile schon auch sehr aussichtslos wirkender Kampf, den diese Menschen immer noch versuchen, da in der Wüste, in ihren Lagern, in ihren Zeltstätten aufrechtzuerhalten. Und es gibt jetzt natürlich diese große Ermüdung. Ich bin mit meinem Enkelsohn Ignaz, der Pluha heißt, weil ich ihn adoptiert habe, und der ein Saharaui ist, obwohl er in Wien geboren wurde und in Wien aufgewachsen ist. Wir sind vor 2 oder sind es jetzt vielleicht schon 3 Jahre
dorthin gefahren, woher er stammt, also in diese Flüchtlingslager mitten in der Sahara. Dieser Film, den wir daraus entstehen ließen, so eine Art Dokumentation, trägt den Titel Sahara in mir. Und der Ignaz oder Iggy, wie wir ihn nennen, hat dort auch wirklich gefühlt und erfahren, was ihn eigentlich auch bewohnt. Die Gegebenheiten dort waren ihm erstaunlich vertraut nach dem ersten Schreck, weil es natürlich sehr hart und sehr fordernd zugeht. Sie haben diesen glühend heißen Sommer, sie haben mehr und mehr keine Zuwendungen also Hilfsmittel erhalten sie immer weniger, weil auch alle Staaten immer weniger bereit sind, in dieser Weise Hilfestellung zu geben. Es wird immer schwieriger dort in den Lagern, aber es sind immer mehr Menschen, weil sie bekommen Kinder. Es ist mittlerweile, das haben wir festgestellt bei unserer letzten Reise, um wie viel sich diese Zeltstädte vergrößert haben, wie viele Kinder es gibt. Immer noch versuchen sie, das Schulwesen aufrechtzuerhalten. Immer noch versuchen sie, die Moral aufrechtzuerhalten, dieses wir halten durch. Aber natürlich bröckelt das. Und ich glaube, es gab so in letzter Zeit schon eine wirklich vehemente Krise, weil jüngere Saharauis, also Burschen, Männer im Alter meines Enkelsohnes, die haben sich irgendwann mal gesagt, so wollen sie nicht weiterleben, so ohne jede Zukunft, ohne jede Aussicht, ohne Pass, ohne Geld, einfach da in der Wüste irgendwo vergraben. Und es gab, und irgendwie in dem Gefühl, sie hätten eigentlich nichts zu verlieren, waren sie der Meinung, lieber führen wir wieder Krieg. Also wir heben diesen Waffenstillstand auf. Es gibt ja immer noch die Kasernen quasi, also es gibt immer noch die uniformierten Soldaten, auch der Sahara. Also irgendwie leben sie nicht wie nach einem Kriegsende, sondern einfach im Zustand eines Waffenstillstandes. Und die jüngeren Menschen und Männer zum Großteil wollten das einfach aufheben und wieder Krieg führen. Nun ist es den Älteren und Wissenderen nochmal gelungen, in Konferenzen, die sie dort in den Lagern hatten, dieser ungeduldigen Jugend, die zu Recht so voll Ungeduld ist, zu erklären, dass das letztlich nicht viel bringen würde. Denn man kann diesen Krieg gegen Marokko sicher nicht gewinnen. Es würden sehr viele Menschen sterben. Und dann würde es wieder heißen, verhandeln. Ich selbst weiß auch nicht, wie diese Situation in Zukunft zu behandeln sein wird. Es gibt natürlich auch die Meinung, kommt, geht auf das ein, was Marokko vorschlägt. Also bleibt unter marokkanischer Oberherrschaft und seid quasi so ein Bundesland von Marokko. Aber die, die so lange dafür gekämpft haben, die Unabhängigkeit zu erhalten, entschließen sich sehr schwer, auf so etwas einzugehen. Also es gibt immer noch den Wunsch, wirklich die absolute Unabhängigkeit und ein eigenes Land Westsahara zu erringen. Schaut aber so aus, als ob das nicht durchführbar wäre, weil Frankreich ist voll auf der Seite Marokkos, auch in seiner Gegnerschaft zu Algerien, haben ja den Algerienkrieg verloren. Also, dass die Saharauis von Algerien unterstützt werden, ist mit ein Grund, dass Frankreich ganz wild gegen eine Befreiung Westsaharas ist. Und der ganze europäische Westen ist auch sehr, sehr verbunden mit Marokko, nicht nur touristisch, sondern auch irgendwie sogar mit dem Regime. Also, sogar als wir zu... Es ist die Welt so sehr nicht informiert, dass in den Erzählungen von unserer Dokumentation, unserem Film, haben dann irgendwann, nachdem man viel erzählt hat, sagten dann Menschen, ah, und sie waren in Marokko. Nein, nie, gerade eben nicht in Marokko. Also es ist auch so umständlich und so schwerwiegend in Kürze den Menschen diese ganze komplizierte Situation begreiflich zu machen. Mein Enkelsohn hat mir irgendwann mal gestanden, wie er noch in der Schule war und man ihn gefragt hat, woher er kommt und wenn er
das versucht hat zu erklären, dass er ein Saharaui ist, war das so unverständlich für die Fragenden und so kompliziert, dass er irgendwann mal gesagt hat, er ist aus Süditalien. Das ist durchgegangen, weil da könnte er auch also optisch hingehören. Also nach wie vor eine sehr schmerzliche und eine sehr traurig machende Situation, die sich verbindet mit meiner großen Zuneigung zu diesen Menschen, die nämlich auch bei unserem letzten Besuch war es wieder merkbar, die auch unter Druck, auch im Leid, nie ihre Gelassenheit und ihren Humor verlieren. Ich kann das auch an meinem Enkelsohn beobachten. Ehe er wirklich in Hysterie oder in Geschrei oder in Aufregung ausbricht, da muss viel geschehen. Sie haben diese schöne Gelassenheit und immer auch Witz und Humor. Also ich würde mir sehr wünschen, dass es da zu einer anderen Lösung käme, als der, die scheinbar auf eine sehr betrübliche Weise absehbar ist.